Also meines Erachtens nach kommt man hier nicht weiter. Das ist hier so eine Verarsche, Junge. Nee. Das ist mir hier zu merkwürdig. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Control, Folge 19. Dankeschön, Dr. Darling. Wir machen hier weiter und wir werden uns auf jeden Fall wieder auf den Kampf einstellen müssen. Hier waren wir aber noch gar nicht. Das scheint doch ziemlich groß hier noch zu sein. Digga, was? Was ist das denn? Aschenbecher-Labyrinth. Labyrinth klingt natürlich immer toll. Ah ja, okay, alles klar. Mal gucken, ob wir hier jemals wieder rauskommen. Wir gehen einfach mal weiter, ne? Das war's nicht. Schön, ne? Ah. Und Mist. Digga, will dieser Raum mich eigentlich verarschen? Öffne sich das hier. Nein! Ja, wie funktioniert denn der Scheiß? Muss ich wieder nur das hier? Das ist komisch. Ja, ich fühle mich leicht verarscht.
Nein, ich muss doch da durch. Muss auch hier irgendwie weiterkommen. Das ist jetzt natürlich eine sehr gute. Es öffnet sich immer. Ist hier irgendwas offen? Oder muss ich dann von der anderen Seite kommen oder was? Und da irgendwie so. Wir probieren das mal durch. Jetzt hat sich das hier nämlich geöffnet. Und hier ist aber noch alles zu. Genau, so ein Ding. Ich verstehe es hier nicht. Sorry. Ich muss da doch rein, aber ich komme da nicht rein. Weil ich hier reingehe, geht dieser scheiß Weg dazu. Genauso wie hinter mir. Also meines Erachtens nach kommt man hier nicht weiter. Das ist hier so eine Verarsche, Junge. Nee. Das ist mir hier zu merkwürdig. Ich verzieh mich hier. Das dauert eben hier zu lange. Vielleicht machen wir es irgendwann nochmal, wenn ich Bock drauf habe. Da wäre ja auch am Ende noch was. Also man kann da ja irgendwie durch. Ich habe das System jetzt gerade nicht durchschaut. Und es würde jetzt mir auch zu lange dauern. Wir können vielleicht später nochmal zurückkommen. Aber ich habe da jetzt gerade mal gar keinen Bock drauf. So, die Kugel ist weg. Die Säule hat mein Arbeiter schon wieder gekillt. Dürfen langsam genug haben für den für die andere Waffe, wa?
Gut, wir gehen wieder zurück. Macht ja keinen Sinn. Gehen wir jetzt mal zu Marshall. Marshall erwartet Sie im Glückslabor. Gleich da hinten. Und wieder Klos. Ja, gut. Gummiente. Die junge Tochter von Agent beklagt sich darüber, dass ihre Gummiente ihr zu Hause überall entfolgte. Agent zufolge wurde ihr Problem anfangs nicht ernst genommen und als lebhafte Fantasie abgetan, bis er eines Nachts selbst das Quaken vernahm. Nachdem er das Objekt im Kleiderschrank seiner Tochter sichergestellt hatte, brachte er ihn in die Behörde, wo er untersucht werden sollte. Neue Informationen. Es wurde festgestellt, dass Agent Material mit bekannten paranatürlichen Eigenschaften verbotenerweise aus dem ältesten Haus in Hause nahm. Wie das die Entstehung eines gewandelten Objekts beeinflusst haben könnte, wird momentan untersucht. Ein weiteres Beschäftigungsverhältnis von Agent wird endgültig ausgeschlossen. Tja. Belastend für ihn natürlich. Auch nicht schlecht. So, wir haben hier was Schönes. So, wir haben wieder drei Fähigkeiten. Nee. Hä? Ich habe auf Escape gedrückt und nicht auf Einnahme. Wie behindert ist dieses Game, Alter? Ich wollte doch niemals auf den Psy-Schlag. Ich könnte hier ausflippen. Egal. So gut. Können wir machen. Wir haben den Stich. Geil. Wir können den mal verwenden statt dem Schmetterer erstmal. Für den Stich irgendwas? 52% Kopfschussschaden. Schaden bei dem Liegen 66. Geil. Kopfschussschaden machen wir vielleicht erstmal rein. War hier noch was? Was ist das hier? Schleudern. Lassen wir erstmal. Egal. Dauert halt lange, ne? Wir probieren das. Yep. Ah ja, das hier ist der andere unbekannte Teil. Immerhin das, ja, immerhin das. Der Raum sieht merkwürdig aus. Da sind sie ja. Ich machte mir schon Sorgen. Ja, warum auch nicht? Junge, gibt's hier viel. Warum auch nicht? Warum auch immer, aber. Ich bin zu Level 5, okay. Gratulation zu Ihrer Ernennung, Direktorin Faden. Helen Marshall, Einsatzleiterin der Behörde. Zachariah ist also tot. Sie haben wohl seine Waffe gefunden. Nennen Sie mich Jessie. Trench sagte, ich soll sie finden. Sie könnten helfen.
Und er sagte Ihnen das über die Hotline. Macht Sinn. Bei all dem bleibt sie so ruhig? Wirklich? So ist die Lage. Darling hat die HRV in einem Labor in der Nähe gemacht. Wenn wir überleben wollen, brauchen wir mehr davon. Aber meine Ranger können das Labor nicht allein verteidigen. Nicht gegen diese Dinger. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Zumindest scheint sie zu wissen, was hier vor sich geht. Sie könnte auch von Dylan wissen. Ich kann das Zischen vertreiben. Ich bin ihre Feuerkraft. Eine gute Antwort. Testet sie mich? Darling hat Systeme zum Schutz seiner Labore. Damit sollten Sie daran vorbeikommen. Wir reden weiter, wenn Sie das Zischen beseitigt haben. Ranger, lasst sie durch. Wir müssen die Tür hinter Ihnen schließen. Sorry, aber wir können nichts riskieren. Okay, sie hat uns irgendwas gegeben. Kennst du den komischen Spiegel den Gang runter? Das hier wird es aber nicht gewesen sein. Keine Sorge. Schade. Die ist bereits weg, seit wir hier arbeiten. Okay, es geht schon heiß zur Sache da. Da wird ein Kontrollpunkt zu säubern sein. Okay, Geschäftsleitung. Neue Behördenbenachrichtigung, Geschäftsleitung. Okay. Machen wir mal noch nicht an. Ja, gut, es läuft sowieso schon wieder. Wieder in die Kommunikationsabteilung. Wir können es nochmal probieren in der nächsten Folge. Ach, ich weiß nicht. Ja, es ist ein toller Witz. Ich komme ja nicht mal mehr zurück. Na gut, dann. Sich das jetzt an dieser Stelle sowieso erledigt. Na gut, dann. Da drüben sind Ranger. Wir müssen ihnen helfen. Junge, ist ja eine Schlacht. Ritualabteilung. Gleich das hier probieren. Jo. Scheiß Raketen, Junge. So, viel Spaß, tob dich aus. Was ist denn dieser Sack jetzt? Attacke von der Seite! Hä? Ich sehe nichts, ne? Also bringt sie zurück! Nicht aufhören! Ja, gönn ich mir erstmal ein bisschen, danke. Also, kann ich hier durch? Offenbar erst später. Hey Junge, als ob der einen mobilen Raketenwerfer dabei hat. Feuer frei! Na!
Okay, wir sind eigentlich geliefert, ne? Hä? Er sich denn verdammt nochmal auf? Ist hier wieder so eine scheiß Kugel? Junge, ich hatte noch so ein paar Leben und der macht mir den Header oder was? Ah. Ja, okay, aber ich finde schön, dass es immer schwerer und schwerer wird. Die Kämpfe am Anfang waren noch relativ leicht. Sonne entgegen. Ich bin wieder hier. Ja! Egal, Freunde, wir beenden diese Folge. In der nächsten Folge machen wir dann hier weiter. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal.